Oh, hallo, Zen. Wie lieb von dir, dein altes Tantchen Sturmbräu zu besuchen. Ich bin nicht Sam. Ich bin Chen Sturmbräu. Oh, Zen. Du erinnerst mich so an deinen Vater. Was ist dir geschehen? Heute haben wir aber schönes Wetter. Wo sind die anderen Sturmbräus? Warum treiben die Hosen an der Brauerei ihr Unwesen? Hast du gesehen, was für große Rüben Esmeralda dieses Jahr hat? Tantchen Sturmbräu, warum ist die Brauerei verlassen? Verlassen? So ein Unsinn. Onkel Gao kümmert sich um alles, während die anderen jenseits der Mauer sind. Ist das nicht aufregend? Verstehe. Und wo ist Onkel Gao? Ich habe Plätzchen für dich. Wir haben keine Zeit für Plätzchen. Gut, ein Plätzchen. Nur eins.
Was? Wieder? Was machen die da mit unserem Elementar? Hey, hey, ihr da! Das sind unsere Fliegenden! Wir Monster! Das muss ein Witz sein. Ja, 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 Luna, noch eine Prise. Ups. Zu bitter. Nur ein Tropfen Honig und ein Zuckerrohr und vielleicht ein wenig Mais. Ja, mehr Mais. Ja, ja! Nein, 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 nein! Ja, nein! Paprika! Ah! Hilfe! Was ist das für ein Ding? Egal. Nichts wird mich mehr aufhalten, jetzt, wo ich so nah dran bin. Vielleicht, wenn ich es einfach nicht angucke? Ist es möglich? Welch Harmonie des Geschmacks, welch berauschendes Aroma, es ist das perfekte Bräu. Der Name Sturmbräu wird erneut überall in den Bergen besungen werden. Onkel Gao, du solltest dich um die Brauerei kümmern. Was hast du getan? Du schon wieder? Siehst du nicht? Ich habe mir endlich einen Namen gemacht. Ich habe Perfektion gebraut. Um welchen Preis? Die Brauerei ist zerstört, verseucht. Wo gehobelt wird. Und im Hauptlager sind Schädling. Nun, Ken Sturmbräu. Wir können nicht alle Helden sein, vor unserer Verantwortung fliehen, durch die Schreckensöde ziehen und die Welt retten. Manche von uns sind Künstler. Ich glaube, die Brauerei brennt. Ah ja, das kommt vor. Hahaha.